Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video auf Eric Goes to USA, dem Unfair-Kanal, wo es ab und zu auch mal Basketball-Videos gibt. Jo, liebe Leute, ich habe im letzten Video ja nach Kanalnamen gefragt, nach Vorschlägen und so weiter. Und das Video ist jetzt, glaube ich, vor 3 Stunden hochgeladen worden. Ich dachte mir, wir reagieren jetzt einfach mal live auf die Kommentare. Ich habe die nämlich mit Absicht noch nicht gelesen, weil ich einfach Bock hatte, so ein Reaction-Video dazu zu machen. Und ich bin echt mal gespannt, was ihr mir da jetzt um die Ohren pfeffern werdet, ne? 142 Kommentare ist natürlich richtig krank, da kann ich auch nicht durchgehen durch alle jetzt in diesem Video, aber wir werden uns mal ein paar angucken auf jeden Fall, ne? Dann machen wir mal sortieren nach Neueste zuerst. Jumpman Eric oder Eric 23? Eric 23 ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jumpman Eric ist zu Basketball bezogen, aber Eric 23, Eric 23, gar nicht mal so schlecht. Wie wäre es mit Eric Goes? Wo ist da der Sinn? Rematch King. Nicht schlecht. Eric returns to Germany. Definitiv nicht. Einfach nur Eric. Ja, das habe ich halt auch überlegt, eventuell zu machen. Okay, hier kommen ganz viele Kommentare mit Eric was in the USA, Eric was in the USA, Eric went to USA. So einen ganzen Scheiß definitiv nicht. Eric goes back to Germany. Nope. Hey, wäre Eric Entertainment TV nicht ein cooler Name? Stattdessen fände ich Eric for Entertain TV auch noch ganz cool. Wäre mir eine große Freude, wenn du einen von den Namen in Betracht ziehst oder dich auch so nennst. Schöne Grüße aus Bonn. PS, du hast mich voll motiviert, auch ein Auslandsjahr in Amerika zu machen. Zuerst hatte ich Angst, aber durch dich bin ich jetzt auch voll Hype und gehe wahrscheinlich dann in 4 Monaten nach San Francisco. Also danke für alles. Alter, freut mich erstmal richtig krass, dass ich dich motivieren konnte. Und Eric Entertainment TV ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also ich mag das halt, dass das Eric mit E anfängt und Entertainment auch mit E anfängt. Das ist eigentlich ganz nice. Da kann man eventuell was mit machen. Eric for Entertain TV macht irgendwie keinen Sinn. Aber Eric Entertainment, ja, weiß nicht. The German Unicorn. Das geht nicht, weil das ist schon quasi. Find Eric am besten als neuen Namen. Ja. Ich würde den Namen behalten. Hat zum einen nach der ganzen Zeit Wiedererkennungswert, der sich rumgesprochen hat. Ich würde ihn nicht ändern. Okay. Eric Bud. B für Basketball, U für USA, D für Deutschland. Ist auf jeden Fall kreativ. Ist auch nicht schlecht. Au-pair Killer Eric Jones. Wie wär's mit All About Eric? All About Eric. Dann sieht es so aus, als würde ich probieren, mich so selber so darzustellen. So, weißt du, was ich meine? So, als wäre das so eine Reality-Show oder so. Erik Ehrenmann. Entweder bleibst du bei Eric Goes to USA oder ich würde schlicht und einfach Eric nehmen. Mhm. Eric's Big City Life oder Eric's Berlin Life, sowas in der Art würde auch passen. Ja. Wobei das dann zu hart auf Berlin auch bezogen ist, das will ich auch nicht. Eric Hoops His Life. Das macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Aber das bringt mich auf eine andere Idee. Irgendwie vielleicht könnte man ja auch Eric... Nee, geht nicht, Alter. Das ist zu krass auf Basketball bezogen dann. Eric Goes nicht mehr USA. Nicht schlecht. Also meine Favoriten sind E-R-I-C, Just Eric, Generic, also Gen Eric so. Ich feiere Gen Eric mega. Generic. Generic hört sich auch nicht scheiße an. Ist auch nicht schlecht. Eric Goes to NBA. Schön wär's. Eric's Beauty Palace. Finde ich auch richtig gut. Da ist auch eine Antwort zu. Hat jemand anderes geantwortet? Perfekt. So sieht's aus. Behalt den Namen. Ich würde Eric einfach als Namen wählen. Easy Eric. Easy Eric. Easy Eric gefällt mir auch gut. Easy Eric. Das hat so eine Anlehnung an Easy E, an den Rapper. Das ist auch ganz nice. Eric Baller. Eric 23. Eric E. Falls. Hey, wegen Gravity Falls. I like that. Eric E. Falls. Eric E. Falls. Eric E. Falls. Dann hört sich das halt auch so an, als würde ich ständig hinfallen. Ballin' Eric, Eric Jones 23, Eric Loves USA. Ich werde mich eventuell wirklich einfach Eric Jones nennen. Also das ist dann halt so ein Künstlername, Vor- und Nachname, so Eric Jones. Es hat amerikanischen Touch, wegen Jones ist halt so ein amerikanischer Name. Es hat irgendwie Basketball-Touch, finde ich. Also es hat so ein bisschen Basketball-Feeling, weil es halt, also es gibt halt unendlich viele Sportler, die irgendwie Football oder Basketball spielen hier in Amerika, die halt Jones heißen, ne? Und es ist halt irgendwie cool, also es hört sich auch cool an. Eric's Road to Comedy, ja... Nee, kann ich nicht machen. Ist dann auch zu krass auf was bezogen. Dieser Eric. Ja. Eric's Lifestyle. Eric back in Germany. Ericulous. Ericulousius. Warte mal. Ericulousius. Also es soll halt eine Anlehnung an Ridiculous sein, aber ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll. Eric BLN. Eric's Road to Glory. Sind so meine spontanen Einfälle. Wenn du jedoch was Lustiges willst. Erich hat Sackläuse.
Eric left the USA. No more Eric in the USA. Eric is gone. Geht alles nicht. Eric the Flying German. Eric does entertainment. Just Eric. Simple Eric. Eric goes to Germany. Or just Eric goes to USA. Also sind auf jeden Fall kreative Vorschläge so. Aber irgendwie ist da auch nichts richtig dabei, was ich richtig feier. Oh, verdammte Scheiße. Das Video geht schon 11 Minuten. Dann muss ich an dieser Stelle Schluss machen, Alter. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die Kommentare schreiben. Finde ich richtig geil und feiere ich extrem. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, wenn ihr neu seid, wenn ihr es verpassen wollt. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.